Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das letzte Video dieser Art kam ja relativ gut bei euch an. Was heißt relativ? Ihr wolltet mehr. Und ist das, ich glaube, erfolgreichste Video seit einem Jahr. Dafür erstmal vielen Dank. Und ja, heute soll es mal um Super Smash Bros. Ultimate gehen. Obwohl dieses Ultimate vielleicht gar nicht so angebracht ist in diesem Titel. Kommen wir aber erstmal zu den positiven Sachen. Da wäre zum einen der Umfang. Das Spiel hat zahlreiche Kämpfer und Stages. Und es gibt viele Sammelobjekte. Obwohl, so richtig viele sind es ja eigentlich nicht. Es sind die Geister, die man im Spirit-Modus oder Abenteuer-Modus sammelt. Und ja, die Trophäen wurden leider rausgenommen. Aber gut, an sich gibt es viele Collectibles und man hat echt viel zu tun mit den ganzen Freischalten der Charaktere und so weiter. Zudem ist es ein mega geiles Multiplayer-Spiel. Wenn man Freunde da hat, holt man einfach Smash raus und zockt mit seinen Freunden eine Runde Smash. Teilt den Joy-Con, alles gut, funktioniert klasse. Auch die Grafik ist einfach wundervoll, die Schatten wurden total verbessert und auch die Charaktermodelle sind echt mega gut geworden. Also da erstmal richtig Respekt an Nintendo. Das war's aber leider auch schon mit den Sachen, die ich an diesem Spiel jetzt wirklich mega gefeiert habe. Also kommen wir jetzt zu den Sachen, die mich zum Teil sogar extrem stören. Da haben wir zum einen den Online-Modus. Das größte Problem daran war zumindest am Anfang, inzwischen hat sich gebessert, aber es ist immer noch nicht perfekt. Das Problem waren die Lags. Es hat durchgehend gelaggt, sobald einer eine schlechte Internetverbindung hatte, ging einfach gar nichts mehr. Man konnte nichts mehr machen. Und man wurde nicht nach Internetverbindung gematcht, sondern nach irgendeinem anderen Zufallsprinzip. Der größte Schwachsinn daran ist aber, dass man gar nicht seine Wunsch-Stages, soweit ich jetzt gespielt habe, also seine Wunscheinstellungen so beibehält. Man macht Wunscheinstellungen und dann heißt es, die werden berücksichtigt und wenn die nicht gefunden werden, wird einfach ein random Match gesucht. Und du kommst wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel noch gespielt habe, immer in ein Random Match, ohne auch nur irgendeine Kontrolle darüber zu haben. Der nächste Punkt, den ich zu kritisieren habe, ist der sogenannte Story-Modus. Obwohl ich ihn gar nicht so betiteln würde. Weil eigentlich erzählt es gar keine Story. Und jetzt Achtung Spoiler, es gibt kaum Cutscenes und es ist durchgehend dasselbe. Das Schlimmste ist, dass dieser Ankündigungstrailer, der so mega episch war, einfach die Opening-Cutscene ist und hier immer in die Fresse geballert wird. Immer dieselbe Musik, immer dasselbe Theme. Irgendwann geht sie einfach richtig auf den Sack. Und du machst durchgehend halt nur dasselbe. Du kämpfst gegen Charaktere, die bestimmte Fähigkeiten haben und mit dem Spirit kannst du diese wegbekommen. Das heißt, du gehst einen Weg und wenn du nicht weiterkommst, nimmst du einen anderen, bis du einen Geist hast. Dann gehst du zurück und machst den, den du nicht bezwingen konntest, ohne diese Challenge dabei zu haben. Das ist eigentlich das Grundprinzip dieses Modus. Und da hast du dann ungefähr so 200 Kämpfe. Ich weiß es nicht ganz genau, das ist jetzt reine Vermutung. Also könnte man eigentlich sagen, wie am Anfang auch schon erwähnt, dass es eigentlich nicht richtig Ultimate ist, dieses Spiel. Ich meine, du hast nicht so einen geilen Story-Modus wie beim Subraum, also bei Super Smash Bros. Brawl. Und auch sowas wie die Missionen fehlen eigentlich. Also klar, die Missionen sind jetzt quasi der Abenteuer-Modus oder Story-Modus, wie ihn alle betiteln. Aber sowas wie Missionen, Team-Missionen, das hat man alles nicht mehr. Und für mich heißt Ultimate, dass du wirklich alles dabei hast, also wirklich alles. Das Problem ist, dass die ganzen Smash-Spiele so unterschiedlich sind, dass man gar nicht alles wirklich reinpacken kann. Außer natürlich die Musik, die dann mal die Hälfte des Spiels einfach belegt. Wo man noch nicht mal entscheiden kann, möchtest du die jetzt haben oder nicht. Du musst sie haben. So, der letzte Punkt ist der Preis. Ich finde das Spiel viel zu teuer. 70 Euro für Smash. An sich denkt man ja fairer Preis, man kriegt fürs Kampfspiel echt viel geboten. Aber wenn man mal länger drüber nachdenkt, 70 Euro, damit ich in einer Singleplayer-Erfahrung 5 Minuten Spaß habe, bis ich sage, ne, eigentlich spiele ich das nur, wenn Freunde da sind. Das war meine Meinung zu diesem Spiel. Mich würde jetzt mal interessieren, wie ihr dieses Spiel findet. Schreibt es mir in die Kommentare und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, Leute.